Wo sie da reingekommen ist, ist sie hin und weg von dem Raum. Sie hat das so toll gefunden. Sie hat sich auch sehr stark für die Geschichte interessiert. Felix und Regula und die Enthauptung, auch die Brutalität, Gewalt, Religion ist ja eine alte Geschichte. Das hat sie sehr interessiert und sie war gerade angesprochen von dem Raum und begeistert von der Idee, dass wir die Kreuze hier zeigen. Miriam Maradines hat mich angerufen und gemeint, du, was hältst du denn von der Idee? Was sagst du dazu? Und im Hinblick auf die Tatsache, dass hier ja keine Kreuze sind in der Wasserkirche, also schon seit 500 Jahren nicht, fand ich das eine total spannende Idee, da diese noch dazu vier massiven Kreuze mit 500 Kilogramm Gewicht und 5 Meter Höhe hier in die Wasserkirche zu bringen. Marina Abramović hat versucht, eigentlich immer Grenzen zu sprengen bei allem, was sie gemacht hat. Und von dem her ist es eigentlich naheliegend, dass man auch Grenzen vom Museum sprengt. Und die Arbeit braucht einfach Raum. Sie braucht vor allem auch Raumhöhe. Und die ist nicht gegeben im Museum. Und darum haben wir dann uns überlegt, ja, wo zeigen wir die Arbeit? Inhaltlich knüpft sie natürlich an den Kontext von der Kirche an. Es sind ja 4 Kreuze. Und 4 Kreuze, die plötzlich wieder in einer Kirche landen, wo es lange kein Kreuz mehr hatte und keine Bilder. Das haben wir einen interessanten Kontext auch gefunden für die Arbeit. Und das war mit die Motivation. Marina Abramović kam dann auch im, ich glaube es war im März oder April, hier in die Kirche und wir haben uns ausgetauscht und sie fand das eine tolle Erweiterung eigentlich ihrer Ursprungsidee. In der Marina Abramović, ihrem Leben und auch ihrem Werk, spielt Spiritualität eine ganz zentrale Rolle. Ich würde es nicht Religiosität nennen, sondern Spiritualität. Elke, ist es eine Ausstellung von der Marina Abramović? Was empfindest du in dem Moment, wenn du die Kreuze siehst? Es ist überwältigend. Es ist, ich glaube, nur schon wegen der Größe. Es ist überlebensgross. Und es macht schon etwas mit einem. Also, ich finde, es ist sehr emotional. Ich weiß nicht wieso, aber es berührt einem schon. Also, ich glaube, die Vulnerabilität von der Marina in diesen Bildern, aber auch die Stärke und das in einem traditionell sehr male-dominated, sage ich jetzt mal, Ort. Ja, es sind 4 Kreuze und zum ersten Mal hat es auf diesen Kreuzen eine Frau. Sie sagt ganz klar, bis jetzt sind 2000 Jahre lang, es war immer der eine Mann an diesem Kreuz gewesen. Und sie hat eigentlich keine Lust mehr auf das Bild und will jetzt mal die Frau ins Zentrum rücken und auch gleichzeitig das Bild von der Darstellung von der Frau in der christlichen Ikonografie hinterfragen. Es gibt ja nur die Heilige Maria oder die böse Verführerin. Und die sind aber immer gemalt worden von männlichen auch Künstlern. Und jetzt übernimmt sie sozusagen Bildgebung und inszeniert sich selber als Frau am Kreuz. Also ganz eine starke Geste. What do I feel? I feel the immense force of Marina pressing down on me. And yeah, the immensity of decades of performance. I feel it all in one moment. Und sie hat zwei treibende Prägungen gehabt in ihrer Jugend. Das eine sind ihre Eltern, die waren Helden gewesen unter dem Tito und dem sehr strengen kommunistischen Regime. Und dann hat sie ihre Großmutter gehabt. Und ihre Großmutter war orthodox gewesen und hat sie dann sozusagen in die Welt auch eingeführt, von der orthodoxen Kirche. Und dort hat sie viel Kreuze erlebt. A personal moment of my life is when my little daughter put her hands on Marina's face. Great. On this work, yeah. But many years ago, so don't touch the art here. And you have a relationship with Marina, which? I do, I'm her gallerist. Also auf den ersten Blick hat man das Gefühl, es sind Fotografien, aber es sind keine Fotografien, sondern es sind so 3D-Prints. Und in diesen 3D sind eigentlich Relief. Wo die Porträts reingesagt sind, sozusagen. Und das hat etwas Performatives, der Prozess des Reinsagen, aber auch die Darstellung eben von der, die Multiplizierung von dem Bild von ihr
hat auch wieder etwas Performatives, etwas von einer Bewegung. Und in dem Sinne ist es fast so etwas wie eine performative Skulptur. How would you describe her as a person? Very present. When she talks to you, she really looks at you and is completely engaged in what you are saying. Für mich haben die Kreuze auch etwas Bedrohliches. Vielleicht, weil ich den Raum so gut kenne und eigentlich die Wasserkirche ohne jegliche religiösen Symbole kenne und ohne Kreuze. And what do you admire most at her artwork? Her stamina and longevity and how she's still going after so many years. She's still out there. Es hat aber auch was Versöhnliches, vielleicht deswegen, weil sie ja the good and the evil, also das Gute und das Böse, gleichermaßen zeigt. Und jetzt ist das Gegenüber plötzlich da. Das Gegenüber, das ja in der Arbeit von der Marina Abramović ganz eine zentrale Rolle spielt, auch in ihren Performances. Ja, finde ich sehr schön, sehr gelungen, und ich hoffe, dass ganz viele Leute das werden können anschauen.